Okay, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Kristall, dem Zubat, Golbat, X-Bat Only Run. Im letzten Part haben wir die, oder im letzten Part haben wir die Pokémon Liga besiegt und Major Bob zerschreddert. Jetzt befinden wir uns hier mit Apokalypse auf dem Weg zum nächsten Orden und der ist hier in Sophronia City. Die Pokémon Arena. Natürlich nehmen wir hier alle Gegner mit, denn ich habe mir ja geschworen oder gehofft, die meisten, über 90, 92, 95% der Gegner mitzunehmen. Einige versteckte vielleicht in Höhlen kriege ich nicht unbedingt, aber da werde ich vielleicht nochmal hinterhergehen in dem extra Part. Und alle Gegner mitzunehmen, um so versuchen, das Level 100 zu erreichen. Wir sind auf einem super genialen Weg auf Level 70 und wir kriegen immer noch enorm viel Erfahrung von den ganzen Gegnern. Leider gibt es hier in der Arena von Sabrina nur noch vier Trainer, meine ich. Vorher war ja alles voll, da waren es ja, glaube ich, acht. Aber ihr seht mittlerweile auch, das dürfte keine große Herausforderung mehr werden bis zu einigen Arena-Leitern, weil wir von dem Level her sowas von hoch sind und die anderen ja halt, ja, Level 36. Wenn du die Pokémon-Liga durch hast, sind halt die hier keine große Herausforderung mehr. Du Typ noch, alles Psychos hier. Psychic Monsters! Frederick Kadabra! Ja, das Schöne an den Psycho-Pokémon hier vor allem ist ihre unglaublich niedrige Verteidigung. Physische Verteidigung. Was durch Biss natürlich sofort bedeutet. Sofort den K.O. bedeutet. Den haben wir noch und dann müssten wir es eigentlich haben. Dann können wir uns Sabrina stellen. Pantimos. Pantimos. Ja, und weg. Easy. Ja, das Level 71 könnte. Na, okay, wenn so ein Oberl kommt, ist das Level 71 nicht drin. Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, wo die ganzen Sonderbonbons in diesem Spiel liegen. Hätte ich mich vielleicht auch mal informieren sollen, wa? Wo gibt's Sonderbonbons? Kann man welche irgendwo mitnehmen? Wäre natürlich gut gewesen, Duran, ne? Ja. So, die haben wir alle besiegt. Ja, komm. Haben wir doch, oder? Dich habe ich doch besiegt, oder nicht? Ja. Gut, Sabrina. Total verhext. Das war eine coole Serie früher. Die habe selbst ich gesehen. Oh Gott. Drei Pokémon. Diesmal fängt sie mit einem Psyana an. Und damit auch schon eine größere Herausforderung. Immerhin ist das Ding Level 46. Und stirbt nicht durch einen Biss. Das war jetzt uncool. Sandwirbel. Jetzt muss ich mit Sternschauer angreifen. Aber auch der Sternschauer, ihr seht das, ist zwar nicht sehr effektiv, aber zieht ordentlich ab. Simsala 48. Schön hohes Level. Aber auch ein Sternschauer tötet Simsala und Sabrina ist besiegt. Der Sumpforden gehört mir. Yay! Ich mache noch gar keine großen Unterschiede aus zu Biss mit und ohne Kingstein. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas Spektakuläres. Jetzt muss ich überlegen, wo ich lang muss. Oh, Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Da war richtig, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, unser erster Weg führt mal nach Lavandia, ne? Da sind auch noch genug Trainer, die wir mitnehmen können. Ich könnte auch nach Prismania City gehen und von da aus direkt mal runterfahren. Nach Fuchsania City. Aber ich möchte jetzt erstmal nach Lavandia, damit ich mir das als Flugroute schon mal ausarbeiten kann oder festlegen kann. Und natürlich auf dem Weg die ganzen Pokes hier niedermähen. Ich möchte mich, ich habe das in, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es geschnitten habe, im letzten oder vorletzten Part, jedenfalls kurz vor der Pokémon-Liga, habe ich das ja gesagt. Habe ich mich so ein ganz kleines bisschen aufgeregt. Weil, ich habe es euch ja erklärt, von wegen alle Hater und so ein Scheiß von wegen, du cheatest doch und hast es nicht gesehen. Bla 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 bla. Ich will das jetzt nicht wieder aufleben, sonst rege ich mich noch auf. Das wollen wir nicht. Nein, aber da nochmal kurz zu gesagt, ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Ich werde das auch nicht zurücknehmen. Das ist aber. Das ist klar.
Wer hat denn schon gerne jemanden, der einem hier erzählt, du bist so ein Loser, ich kenne es besser? Da hast du damals schon die Spassermacken in der Schule gehabt, die dies einfach konnten. Die haben aber auch nicht angegeben. Weil da müsst ihr meistens zugeben, es sind zu 90% Mädels, die es einfach können. Jungs haben das nicht so leicht. So, die geben dann aber auch nicht an. Die gehen dann nicht darum und sagen, ich bin besser. In den seltenen Fällen. Häufiger ist es dann so, dass du dann, und dann hast du die so, die im Mittelfeld arbeiten. Die arbeiten permanent gut, permanent mittelmäßig, also ganz normal halt. Machen wir es mal so. Und dann hast du die, die unter aller Kanone arbeiten, aber die unter aller Kanone arbeiten, haben meistens ein oder zwei Fächer, in denen die super gut sind. Ja. Der Rest ist grottig, aber so sagen wir mal ein Fach oder sowas, das machen die richtig gut. Und dann studieren die das später auch. Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Ne? Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Habe ich auch nichts gegen. Ihr müsst mich jetzt nicht falsch verstehen. Aber das sind dann manchmal zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil die Leute, die gerade in den Fächern dann sagen, du bist so ein Loser. Das ist doch so einfach. Warum kann man das denn nicht? Selbst ich kann das. Hahaha. Ne? Lasst das mal Revue passieren. Mit Sicherheit hat das jeder in seiner Schulzeit schon mal gehabt. Oder es kann jeder in seiner... Oh, nein, zurückgeschreckt. Jeder aus seiner Schulzeit mindestens eine Person benennen, die im Gedächtnis geblieben ist, genauso ist. Überall unterdurchschnittlich, bis auf einfach, und da ist das ein Riesenarschloch. Und es ist leider so, dass es zu einem sehr, sehr hohen Anteil halt männliche Personen sind. Ja? Überprüft das mal. Geht mal in eurem Geiste jetzt gerade, wo wir hier am Leveln sind, gerade mal eben durch eure Schulzeit, eure 10, 13, was weiß ich, 12 Jahre, 7 Jahre, was weiß ich, ob ihr abgegangen seid, keine Ahnung. Geht das mal im Kopf durch. Und dann, ja, werden wir zu einem Ergebnis kommen. Und ich wette, dass ihr mir zustimmt. Mir zustimmen müsst, auch wenn ihr es nicht wollt. Auch wenn ihr vielleicht selber so eine Person wart. Kann ja sein. Kann ja sein. Wilhelm, du warst auch so einer. Der Mondberg. Boah, da will ich nicht rein. Der Mondberg ist creepy. Ich habe auch kein Pokémon, was Blitz kann. Sondern den Mond. Komm, wir gehen in den Mondberg. Ich will in den Mondberg. Quatsch, Felstunnel. Und ich weiß schon, wie sich mindestens einem Zuschauer jetzt die Haare aufstellen werden, wenn ich Felstunnel sage. Wer kann denn Blitz von euch? Kann einer Blitz? Der kann doch keiner Blitz. Aber Togepi wird ja wohl Blitz können, oder? Blitz brauchst du ja auch nie. Warum brauchst du, wofür braucht man Blitz? Vielleicht braucht man Blitz auch für eine andere. Jawohl. Oh, Knuffenser auch. Ja, Knuffenser Blitz, dann brauche ich Togepi nicht mitnehmen. Knuffenser kann Blitz. Okay, Leute, alle merken für weitere Only-Runs, wenn man VM-Sklaven sucht. Knuffenser ist ein frühes, gutes Sklaven-Pokémon. Okay, ab geht's in den Mondberg. Gefällt's, verdammt nochmal! Clofensa, erleuchte mir. Aber hier gehe ich garantiert mit Schutz durch, oder? Ja, gleich. Aber meine Nase juckt auch wieder tierisch. Was ist los? Man sagt ja, dann steht Geld ins Haus, ne? Wenn die Nase juckt, gibt's Besuch oder Geld steht ins Haus. Ich nehme mal das Zweite. Obwohl, es kann auch das Erste sein, wenn die Person Geld mitbringt. Ich habe doch noch irgendwo da Topschutz. Den packe ich jetzt einfach mal ganz nach oben. Und jetzt gucke ich mich hier mal um. Ein Elixier, das ist sehr nice. Ich bin auch ein ewig. Ich glaube, in Kristall oder sowas war ich, glaube ich, seltenst. Seltenst im Felstunnel drin. Ja. Was ist denn das hier für ein Scheiß? AP Plus, okay, ich habe nichts gesagt. Beleber, nice, hier gibt es echt gute Sachen. Bestimmt auch viele versteckte, die ich jetzt nicht finde, aber egal. Hier muss es was geben. Aber ich suche jetzt nicht alles ab, das dauert zu lange. Die Musik auch voll creepy. Eisen, nur gibt Geld. Der ist aber ganz schön groß, ne? Hallo, hier liegt doch was. Siehst du, ein X-Treffer, nehmen wir mit. Und hier geht's wieder raus. Okay, Route 9. Krass.
Also man muss sagen, wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Felstunnel hat, auch wenn er so verhasst ist hier in Kristall eigentlich, ist er gar nicht so kacke. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Er ist wirklich nicht kacke, weil man hier einige gute Sachen bekommt, ne? Ibitak 15, wie geil ist das denn? Aber was ist denn? Ich habe doch noch eine TM bekommen. 47 oder sowas war das, ne? Stahlflügel. Nice. Hey, X-Men kann Stahlflügel lernen. Naja. Ist jetzt auch nicht das Wahre. Wenn ich das so sagen darf. Aber immerhin. Eine TM für X-Bud. Ja, dein Generator ist demoliert. Sagt er uns jetzt schon Bescheid? Jawohl. Jetzt sehe ich die Person ist unterwegs. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Weißt du, da spricht er einfach ein Kind an. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Hä, was ist denn los? Ja, so und so. Helfe dir. Oh, Quatsch. Ja, dann fahren wir nach Azuria City. Hallo, willkommen. So. Uff. Oh, ein Rocket. Oh nein, du hast mich gesehen. Der ist auch ein bisschen langsam. Macht aber nichts. Wir holen uns jetzt erstmal die Spule. Tada. Und bringen die jetzt direkt mal zurück. Komm. Obwohl, da können wir eigentlich da rechts einfach lang gehen bei der Azuria City. Gibt es hier noch das Sonderbonbon? Mist. Gibt es das hier noch? Ich glaube nicht mehr, oder? Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwo ein Sonderbonbon gibt. Habe ich noch die. Habe ich eigentlich den Detektor? Habe ich gar nicht, ne? Nö. Pff, warum auch? Hier soll es mal eine Höhle gegeben haben. Ja. Hä? Detektor schlägt aus. Oh Gott. Okay, irgendwo muss hier was sein. Ich werde suchen. Komm, wir suchen jetzt zusammen. Wenn sein Detektor ausschlägt, muss hier doch irgendwo was liegen. So und so und so. Hier geht alles durch. Und die Reihe hier auch nochmal. Moment, so. Was liegt hier? Komm schon, so weit kann es nicht weg sein. Gib mir ein Item. Go, go! Wenn das ein Sonderbonbon ist, will ich das haben. Das kann hier nicht werden. Was, warum schlägt der Detektor aus? Da muss es doch hier irgendwo liegen. Es ist nicht hier. Es ist nichts da. Ich finde nichts. Naja, wir werden vielleicht später nochmal gucken. Na, vielleicht ist es da auch im Wasser. Das könnte sein. Ich glaube, das probiere ich gleich mal eben, ob das da im Wasser liegt. Ein Golbat, guck mal, ich habe deinen großen Bruder dabei. Von dem Pinken her könnte man ja. Naja, ist egal. Ist egal. Den Gedanken spinne ich nicht weiter. Ja, es tut mir jetzt leid, Rocket, aber ja. Das ist traurig. Das zerreißt mir dein Herz, dem armen Typen das sagen zu müssen. Das ist bestimmt hier. Komm. Und? Detektor? Was so? Hä? Berserk gehen? Was ist das denn? Hebt Angriffswert und bewirkt Verwirrung. Nice. Da muss ich jetzt sagen, das habe ich selber, das glaube ich, das erste Mal gefunden. Berserk gehen, okay. Cool. Ein Trank. Den wollen wir nicht mitnehmen. Nee, nee. Okay, dann holen wir Misty nochmal in die Arena und dann würde ich sagen, holen wir uns gleich auf jeden Fall das Radiomodul.
Misty werde ich dann nicht besiegen. Ich werde dann gleich erstmal das Radiomodul holen, Relaxo besiegen. Und dann gucke ich mal spontan, wo ich hingehe. Dann sind ja auch relativ alle Wege offen für uns. Um das ganze Let's Play hier auch bald zu beenden, ne? Aber macht euch schon mal drauf gefasst, in den folgenden Parts wird sehr, sehr viel gelevelt werden. Beziehungsweise gegen Trainer gekämpft werden. Auch Arenaleiter sind dabei. Aber ich werde natürlich die Route, die verhasste Route von Lavandia nach Fuxania City laufen. Ich werde den Fahrradweg durcharbeiten. Ich werde alle möglichen Dinge hier durcharbeiten. Ich werde auch versuchen, ich denke mal, dass ich auch verschiedene Routen auch in Johto nochmal besuche. Zum Beispiel die Dunkelhöhle. Ich weiß nicht, ob es da Trainer gibt. Es kann ja sein. Dann sind sie aber nicht stark. Aber ich versuche es mal, vielleicht da lang zu gehen. Von Ebenholz City aus. Und sonst vielleicht. Und sonst werde ich vielleicht nochmal auf Sonderbonbonjagd gehen. Oh, das sieht nach einem Knockout-Battle aus. Ich werde alles mal gucken. Ich werde mir noch was überlegen hier für das Let's Play. Denn ich versuche ja wirklich mein Ziel zu verfolgen. Nicht nur Red zu schlagen mit einem Pokémon, sondern auch dieses Pokémon auf Level 100 zu bekommen. Und dafür bräuchte ich alle Sonderbonbons, die es gibt. Denn ich weiß nicht, wie viele es hier in Pokémon Kristall gibt. Die zwei, die wir gefunden haben, die waren ja relativ offensichtlich. Ey. Aber ich weiß wirklich nicht, ob da noch irgendwo eins rumgeiert. Beziehungsweise, wo versteckt sie sind. Boah, Nidoking, voll geil. Die ganze Zeit am Überlegen, ob ich meinem X-Bad Stahlflügel beibringe. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Sternschauer trifft immer, wenn ich unter Statusveränderung leide. Biss ist natürlich super. Mit Zurückschrecken. Konfusstrahl ist toll und Fliegen möchte ich natürlich auch behalten. Konfusstrahl wird nachher auf jeden Fall weggehen. Also ich werde es vergessen lassen für Toxin. Das steht schon fest. Und dann muss ich gucken, ich kriege ja noch Gigasauger. Was mich selber heilt. Wo ich dann aber sagen muss, ja, wäre natürlich sehr schön, aber für was? Für was soll ich Gigasauger vergessen lassen? Es bliebe nur Blitz. Ich könnte natürlich Fliegen vergessen lassen, aber ich hätte gern einen Flugmove. Für X-Butter, außerdem müsste ich mir sonst noch ein Flug-Pokémon fangen. Da habe ich keine Lust drauf. Na, wir werden sehen. Toll. Toll, so kurz vorm Level Up. Aber da ist noch einer. Hallo, mein Itemlager ist voll. X-Treffer weg. Ja, das Nugget kriege ich, dann kann ich es wenigstens verkaufen, ne? Nuggetchen. Und den Fight wollte ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Denn der hat eigentlich gute Pokes, die schön Erfahrung geben, die auch hohes Level haben. Yum, 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 yum. Einmal in ein Rihorn reinbeißen. Wer möchte das nicht? 73. Boah, die Initiative ist so bombastisch. Die hat den KP-Wert mittlerweile überschritten. Richtig nice. Also da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Bei Apokalypses Initiativwert. Da brauchst du die Flinkklaue ja auch nicht mehr. Der ist ja sowieso immer schneller. Der Kampf war großartig. Danke. Das nehmen wir auch noch mit. Was auch immer das ist. Wir haben ja Clofensa dabei. Die ganzen VM-Viecher. Protein. Ja, das möchte ich auch gerne mitnehmen. Ich möchte es verkaufen. Fokusband könnte K.O.-Attacke eliminieren. Ja, komm, schmeiß weg den Scheiß. Braucht auch keiner. Ach, das Fokusband. Komm, der kriegt gleich seine... Misty. Oh, oh. Das tut mir leid. Tut mir leid, Misty.